Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer Sly. Für euch gestern, für mich eine ganze Woche her. Ich habe keine Ahnung, wo wir waren. Ich habe diesmal tatsächlich nicht zwischendurch gespielt. Ich hatte andere Dinge zu tun. Andere wichtige Dinge. Real Life und so, you know. So, ich muss jetzt gerade mal schauen, wo ich bin. Stadt der Tränen. Was möchte ich denn heute machen? Also... Hier unten haben wir es alle forscht. Dieser riesige Bau hier ist neu dazugekommen. Hier gibt es noch einige Dinger, die wollte ich eigentlich nochmal langlaufen. Ich glaube, wir gehen heute mal hier lang, Leute. Ich will wissen, was dieses Kolosseum der Narren ist. Und ich bin gerade überlegen, ob wir vielleicht nicht lieber hier unten einmal lang gehen sollten. Und ich bin hier schon mal mit der Bahn gefahren bis hier oben hin und hab's dann sein lassen. Also ich glaube, ich komme dann hier raus und ja, dann kann ich mich eigentlich hier nochmal hochkloppen, ne? Hier kam ich nicht weiter, weil Acid war, daher... Ich würde sagen, wir gehen mal so lang. So, das ist der Plan. Zumindest sollte das wir uns mal die Richtung vorgeben. Und wir brauchen eigentlich... korrekt. Wir brauchen eigentlich auch mal... Das war nice. Ich brauche eigentlich noch was, um meinen Nagel abzugraden, ne? Der Chat ist heute wieder sehr liebevoll zu mir. Oh, hier war der Shortcut zu Dings, ne? Mal grad schauen. Yo. Zu Ismas Hain. Nice, ich werde echt besser, was das angeht. Übrigens, manchmal das Gefühl, dass die Münzen nicht hochkommen, wenn ich die einsammle aus dem Wasser. So, Plan lautet, wir gehen hier runter, hier in den Zug und arbeiten uns hier hoch. Ich würde sagen, das ist ein strebenswertes Ziel. Finde ich ganz super. Übrigens, für die Leute, die Hollow Knight nicht kennen, ich hätte nie gedacht, dass das so gut ist. Das war erstaunlicherweise sehr nice. Okay, das war unerwartet. Und ich dachte, ich treffe alles, aber ja. Das ist das Schöne am Wort eigentlich. Oder vielleicht echt auch eigentlich nicht. Fuck, stimmt, da war ja was. Ist euch mal aufgefallen, wenn ich sterbe, dass überall diese schwarzen Punkte sind? Oder sind die jetzt nur gerade hier? Ach, sie sind noch hier, okay. Ich war mich schon am Wundern. Hier war der Secret Teil, genau. Oh, das Spiel ist, ey, es ist nicht nur super niedlich. Es wird auch tatsächlich recht fordernd. Und diese Welt... ist fucking riesig. Also sie ist wirklich mega groß. Und sie ist super niedlich gezeichnet. Also, ich hätte das nie gedacht, aber ich habe echt gedacht so, ja, mein Gott, Hollow Knight, weißt du, so ein weiterer Ori and the Will. Weißt du, Ori war für mich bisher immer so, wo ich sag so, die aktuelle Top-Besetzung, was das angeht. Aber... das beste Metroidvania, muss ich leider sagen, ist tatsächlich Ori. Ist tatsächlich hier Hollow Knight. Hätte ich nie gedacht. Hätte ich nie gedacht. Das Ganze geht darum... okay, was habe ich bisher von der Lore von Hollow Knight mitbekommen?
Wir sind jemand, der seine Erinnerung verloren hat, der hier wieder im Hollow-Nest ist und sich... Naja, wir wissen halt einfach nicht, wer wir sind und wir versuchen, die Geschichte dieses Ortes zu klären, der für uns mysteriös, aber warum auch immer sehr vertraut wirkt. Also, das ist halt noch so die große Frage, die ein bisschen im Raum steht für mich, so... Warum ist alles so vertraut? Wisst ihr, was ich meine? Also, warum macht uns das Spiel weiß oder erklärt uns, dass hier uns alles irgendwie bekannt ist? Ist halt auch auffällig, dass es unheimlich viele Kreaturen tot auf dem Boden gibt, die mir ähneln. Warum auch immer? Oh, hier ging es nach unten. Oh ja, hier ging es nach unten. Warum auch immer? Weiß ich nicht. Was war denn hier unten? Das war der Verbindungsgang zwischen denen. Ja, da war, glaube ich, nichts mehr. Aber wir können ja einmal gerade lang checken. Oh Gott, ihr wart hier. Doch, hier hinten sind wir an euch. Aber ich hatte keinen Bock. Ich habe keinen Plan, was du meinst. Wie? Du hast keinen Plan, was ich meine. Hier ist die Story von Hollow Knight. Und, es ist ja super strange. Also in vielen Punkten ist das Spiel echt krass strange. Aber es ist halt super gut gemacht. Das Kampfsystem ist echt super. Die Story ist niedlich. Auch überall, sehr lustig, gibt es Wesen. Also, so wie wir haben eine Maske auf. Wir haben den Maskenmacher auch schon gefunden. Nur, ich weiß noch nicht, warum die Würmer Masken tragen. Und es tun ja nicht alle Würmer oder Käfer Masken tragen. Es sind ja viele dabei, die überhaupt gar keine aufhaben. Und ich frage mich noch einmal, warum? Warum gibt es diesen Maskenmacher? Und was bezweckt er damit? Es hieß mal zwar, dass, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber dass ein Wesen durch die Maske erst irgendwie Halt bekommt oder so, aber ich kann das noch nicht so richtig zugreifen. Oh, fuck. Bienen. Ja, Bienen. Hi. Corona-Vorhersage. Herzlich willkommen, Grenze des Königsreichs. Dinge, die ich drauf habe. Plattform ausweichen, check. Also, man muss jetzt mal so sagen, ich bin mittlerweile bei über 100 Folgen, über 100 Folgen bei Hollow Knight, ne? Aber es ist auch einfach so fucking viel zu entdecken hier. Und ich habe da so einen sehr, sehr, sehr gesunden Suchtrieb. Ja, ich hätte ja mal einfach zwei aus. Also warum auch immer es hier Bienen gibt. Das ist das erste Mal, dass ich Bienen sehe. Oh ja, hier war ich schon. Okay. War ich hier schon? Ist hier ein Loch? Und dieses Spiel hat tonnenweise Secrets. Also es ist halt wirklich sick, wie viel ich hier in diesem Spiel schon entdeckt habe. Also mich triggert es halt ganz hart, weil es echt Tonnen an Secrets hat. Und ich bin da so eine alte Secret-Spürnase. Ich mag das unheimlich gerne, wenn ich solche Dinge entdecken kann. So, und das deutet wie immer... Das klingt wie eine Mücke. Du nennst dich Biene, weißt du? Oh Gott, Plattform ausweichen! Mein Secret Skill, ich tue Plattform ausweichen. Leider nicht im Positiven. Aber guck mal, mir will das Spiel doch was sagen. Seht ihr das hier? Dass da gefühlt oben lang geht. Und hier ändert sich das Aussehen der... Das heißt, hier ist halt gleich jetzt irgendwas anderes. Dies Grüne.
Oh. Okay, vielleicht. Sowas wie ein Bienenstock oder sowas? Oder ist es einfach so ein Gebiet, was jetzt einfach nur Bienen sind, weil es auch Insekten sind? Das ist bestimmt Säure. Ja, das ist Säure. LOL! Hier ist eine Biene einfach umniete. Und ich brauche ihn noch nicht. Ich weiß auch noch gar nicht, wo lang. Das ist ja auch noch das Schöne. Jo, okay, hier geht's nach oben. Was wäre über mir? Okay, unbekannt. Ja, dann gehen wir erstmal nach rechts, ne? Hi. Ich bin der Sly und ich nehme gern Schaden. Der ist schön, wie ich mittlerweile in Säure schwimmen kann, ne? Das erleichtert mein Leben wirklich. Hohohoho! Guck mal, hier wackelt der Boden. Und irgendwas anderes habe ich hier auch noch freigeschaltet. Nice! Oh mein Gott, es ist Conifer. Achso. Oh, oh, oh. Das ist der Weg hier rein. Oh, okay. Also auf der anderen Seite ist hier eine Bridge, will ich schon sagen. Eine Ruhebank, damit ich speichern kann. Will ich das? Also eigentlich habe ich das letzte Mal... Nee, fuck, ich habe das jetzt mal hier unten gespeichert, ne? Eigentlich wäre es klüger gewesen, ich wäre hier geblieben, weil das schneller gegangen wäre. Hm. Ich hätte auch mal hier hochgehen können. Ja, ich würde sagen, wir... Ah, fuck it. Ich muss wissen, was da ist. Ich bin einfach zu neugierig. I must find out what secrets we have. Oh fuck, da unten ist wirklich ein Bienenstock. Ja, leck mich fett. Will ich den Bienenstock machen? Oh Gott, ich höre ein Würmchen. Ich habe ein Würmchen gehört. Geh weg. Lol. Guck mal, wie traurig das Würmchen ist. Und er sich freut, dass er mich da hat. Und jetzt schauen wir mal. Oh, guck mal, wie traurig er jetzt ist. Armes Würmchen. Oh. Eingefangen. Traurig, der Kleine. Und jetzt befreien wir ihn. Und er freut sich. Yay, Würmchenpower. Ich wollte sagen, das war alles? What the fuck? Okay, hier ist auf jeden Fall noch ein Weg. Das, du hast keine Ahnung, wie niedlich das Spiel ist. Die Würmchen sind wirklich niedlich. Okay, es scheint hier irgendwas noch zu geben, denn auf der anderen Seite ist irgendwie ein Beanhive oder so. Aber wo geht's denn hier bitte nach unten nachher? Ich hab hier gar keinen nach unten gesehen. Okay. Aber zumindest erklärt das jetzt hier gerade die Bienen. Gut, geht mir nicht auf den Keks, ich hab mich keinen Bock auf euch. So, wir haben hier oben ja auch noch einen Weg, ne? Gehen wir erstmal hoch. Irgendwofür muss der ja gut sein. Und wie ihr wisst, ich bin großer Fan vom Secrets entdecken. Okay, hier wird mir schon mal... Wo bin ich eigentlich? Hier, okay. Hier wird mir schon mal gesagt, ey, pass mal auf, du musst hier eigentlich über Crystal Charge, musst du hier eigentlich lang. Aber. So lustig, wie soll, also das Geld von den Dingern, die einfach in der Säure verschwindet.
Ernsthaft? Erste Folge? Schon wieder so schnell rum? Warum? Was ist hier? Oh, ich habe noch ein Würmchen gefunden. Nice. Ja, Leute, die erste Folge ist vorbei. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Sly. Ciao.